Jo, meine Freunde, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Sehr, sehr nice, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, denn wir reagieren jetzt in einer XXL-Version auf das Video von Need to Know. Eine Nacht im verfluchtesten Hotel Japan. Ich habe ein bisschen Angst, aber der Chat hat sich's gewünscht. Also, Abfahrt. Das war mal eins der beliebtesten Hotels in ganz Japan. Bis 2005 der Besitzer spurlos verschwand. Somit ist, by the way, mein erstes Video, glaube ich, von Need to Know. Ihr feiert das alles schon ultra. Ich bin echt gespannt. Wirklich. Verließen die Gäste und Hotelangestellte ebenso das Hotel. Abgesehen von einer Person. Man sagt, dass seit 18 Jahren immer noch jemand im Hotel lebt. Direkt gegenüber steht ein aktives Hotel. Gäste, die in dem Hotel verbleiben und nachts aus dem Fenster schauen, berichten, dass sie gelegentlich flackerndes Licht im Erdgeschoss sehen. Kurz darauf sehen sie, wie eine Frau am Fenster steht. Sie trägt ein weißes Kimono und hat keinen Kopf. Wer von euch im Chat hat gerade gesagt, das wäre nicht gruselig? So Dokumentationen oder so Videos, die auf Doku gemacht sind, finde ich schon alleine in der ersten Sekunde gruselig. Irgendein abgeranztes Gebäude, wo man angeblich eine Frau sieht. Okay, alles klar. Ich sehe es kommen, ich werde mir noch in die Hose pinkeln. Abenteurer, die das verlassene Hotel erkundet haben, erzählten, dass sie dort komische Dinge erlebten. Türen, die... Ja, erinnert mich an das Cecil Hotel in L.A. Ich habe original letztens auf Netflix, war das, glaube ich, die Doku, ich glaube das, oder die Serie, war es eine Serie oder eine Doku? Ich glaube, das war eine Doku, über mehrere Folgen, über das Cecil Hotel in L.A. geguckt. Boah, ich konnte nicht schlafen. Ich kann sowas nicht. Ich fand das so gruselig. Und wo hat man diese Person nachher gefunden? Das war wohl irgendeine asiatische Frau, die in dem Hotel verschwunden ist. Die hat man dann oben auf dem Dach in so einem Wasserkanister gefunden. Also in so einem, kein Kanister, sondern so ein Wasserreservoir von dem Hotel. Ich hab mich so unendlich gegruselt. Zugknallen, Schritte oder Flüstern. Aufgrund dessen stieg die Popularität des Hotels immens. Weshalb vor 2 Jahren sich die japanische Polizei entschied, das gesamte Gebäude zu verbarrikadieren. Bis heute wird die Frau gesehen und soll das Hotel eins der verfluchtesten Orte in Japan sein. Ja, ich würde sagen, Community-Treffen spätestens nächstes Jahr in diesem Hotel. Chat, wer ist dabei? Radantrieb hat für einen Monat auf Stufe 1 gesubbt. Dankeschön, du bist Nummer 972. Kuss geht raus, danke dir. Und ich glaube nicht an Geister. Deswegen werde ich in dieses Hotel eindringen, herausfinden, ob es dort wirklich spukt und wer diese Frau ist, die dort lebt. Der ist... Nein, Chat. Der fliegt jetzt ernsthaft dahin? Das macht er nicht ernsthaft. Was? Okay, doch. Scheinbar schon. Aus Foren weiß man, dass die Frau fast immer im Erdgeschoss gesehen wurde. Das Problem ist, dass man nicht weiß, in welchem Raum genau. Deswegen recherchierte ich und stieß auf Mitch. Good morning. Mitch hat einen YouTube-Kanal und erkundet als Hobby verlassene Orte. Er hat nie an Geister geglaubt und erklärt jedes Geistergeschehenes mit Logik und Wissenschaft. Bis er vor 2 Jahren in das Hotel ging. Seitdem glaubt er zu 100% an Geister und erlebte das. And then there was like someone speaking and like Japanese wooden sandals like following us. Und vor einem Ey Chat, ich hab euch gerade was gesagt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, das... Bestimmten Hotelzimmer, welches sich im Erdgeschoss befand, erlebte er das. One room had a door that fucking opened in front of us. Like, literally opened. Just fucking bang. Ich glaubte aber immer noch nicht, dass es dort spukt. Deswegen war Mitch bereit, 9,5 Stunden anzureisen, um es mir zu zeigen. Also ging ich zum Ort, wo ich mich mit Mitch verabredet habe. Hello guys! Mitch. Elias, hi Elias. Benny. Benny, hi Benny, how are you? Das ist Mitch. Der hat einen festen Job, eine Frau und Kinder und erkundet gerne verlassene Orte. Hat nie an Geister geglaubt, aber jetzt schon. Das ist Benny. Ey, das müsst ihr mal überlegen. Der fährt nach Japan oder fliegt nach Japan, trifft dort irgendwelche Menschen und erkundet dann so Lost Places. Was ist das für ein Aufwand für ein YouTube-Video, Alter? Ich habe eigentlich keine Ahnung, wer das ist. Er wurde einfach mitgebracht. Sieht aber aus wie ein lustiger Kerl und trinkt Bier um 14 Uhr. Anscheinend ist er Mitch Partner und sie erkunden die verlassenen Orte immer zu zweit. Er war auch dabei, als Mitch die Geisterereignisse im Hotel erlebte. What's up? I opened this and that cupboard door open and then shut. Really? Yes. Die bringen uns jetzt
zum verlassenen Hotel, weil die kennt sich sehr gut aus mit verlassenen Orten. You're already drinking the beer for the ghost. Prost. Prost. Wir besorgen uns ein Auto. Aber guck mal, ich bin da auch einfach viel zu, wie soll ich sagen, viel zu realistisch? Sagt man realistisch? Nee, irgendwie fehlt mir wieder das Wort. Ich glaube an sowas halt nicht. Ne? Also wenn da irgendeine Tür aufgeht in so einem Lost Place und die schlägt dann zu, dann war es obviously Durchzug. Keine Ahnung. Ich glaube an sowas halt überhaupt 0,0. Und machten uns auf den Weg nach Kinugawa, wo sich das Hotel befindet. Im Auto erzählten sie mir von den merkwürdigen Ereignissen, die sie im Hotel sahen. There was some freaky stuff that happened in there, though, like the doors slamming and shit like that. Interesting. I find the stuff kind of hard to believe, so I want to see with my own eyes. If you're lucky. The same. I'm a skeptic. You're a skeptic? Yeah. I always. Ich glaube, das ist ein bisschen gefaked. Also ich bin da immer sehr, sehr kritisch, weil er sagt ja, da sind so Türen zugeknallt and some stuff oder was er gerade gesagt hat. Und ich denke mir so, ja, dann sag doch, was ist mit diesem Stuff, was passiert ist? Also Tür zuknallen, Tür aufgehen, ist für mich halt immer ein Zeichen für Durchzug. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass es das spukt. Try to put it down to the series first. If there's a window open in a room and the door slams, like the first thing I'm gonna say is that's not, like that's not a ghost. Ey, wie oft haben wir das im Stream, dass ich genau eine Sekunde vorher sage, oder etwas sage, was dann eine Sekunde später auch gesagt wird in dem Video. Das kommt doch gefühlt in jedem Stream vor. Kuss für dein Follow, dankeschön. When it gets to the point where it's like, there's nothing else that it could be, at that point I'm like, okay, maybe 50-50. Like, there's either something I don't know about or understand, or it might be something like that. Die beiden gehen so objektiv an die Sachen heran, dass es wirklich schwer ist, ihnen nicht zu glauben. Sie sind keine verrückten Geisterjäger, die popularisieren möchten. Es sind ganz normale Familienväter, die gerne verlassene Orte erkunden und an einem was Komisches gesehen haben. And at the hotel, just a door slammed open and closed, right? Like in our video, it's sort of like opened in Benny's face, right? When I first went in that room, like generally, like if you open a door and there's air pressure in there, a cupboard door might open because of the air pressure inside. Yeah. But this door, when I opened it, it actually opened, and as I walked in, it slammed shut again. Das ist aber... Ja, aber das ist ja auch, guck mal, wenn du eine Tür von einem Raum öffnest, dann ändern sich ja auch die Luftverhältnisse. Also, mich schockt das noch nicht. Ich bin da zu realist für. Ich versuche dann immer mir einzubilden, dass ich das alles erklären könnte, was da passiert. Deshalb, also wenn man die Tür aufmacht, dann obviously entweicht Luft und da verändert sich was und dann geht halt mal irgendwo eine Tür auf und zu, I don't know. Nicht das Einzige, was ihm widerfahren ist. And another door that slammed when we walked through the staff area into the main hall, I guess you'd say. Jesus, what the fuck? Und als sie sich die Aufnahmen zu Hause ansahen, hörten sie, wie jemand in Flipflops hinter Benny herlief und japanische Wörter flüsterte. And then I caught a voice too, which I couldn't work out. Something Japanese. Um ehrlich zu sein... Ja, also wenn das jetzt Flipflops waren, dann tragen die in Asien andere Flipflops als wir hier in Europa. Glaube ich den beiden nicht. Aber sie würden doch nicht 10 Stunden hierher reisen, wenn da nichts hintersteckt. Die Geräusche könnten möglicherweise was anderes gewesen sein. Aber eine Tür, die sich direkt vor Benny öffnete und wieder zuging, kann ich mir nicht erklären. Glücklicherweise können die beiden sich noch erinnern, wo dieser Raum war. Und dann werde ich erfahren, ob da wirklich was dran ist oder ob sie mich nur... anlügen. Also bislang glaube ich, das hängt alles mit dem Luftzug zusammen. Also das sind ja auch alte Holzböden und wenn da Luft durchzieht, das knarzt halt auch. Und ehrlicherweise, dass da irgendwer hinterhergelaufen ist mit irgendwas Japanischem, habe ich jetzt auch nicht vernommen, Chat. Also ein bisschen sehr viel reininterpretiert, ne? Und wenn die sagen, dass sie das halt erst nachher im Schnitt festgestellt haben, das verstehe ich ja erst recht nicht. Weil wenn du doch live da vor Ort warst, dann müssten die es doch dann auch da mitbekommen haben. Oder? Weiß nicht. Um alle Geisterereignisse festzuhalten, gingen wir Gadgets kaufen. Habe eine Polaroid-Kamera gekauft, um den Raum zu fotografieren. Vielleicht sieht man ja was auf den Bildern. Und dann, wenn wir irgendwie so detekten, machen wir ein Bild vom Geist. Es wird eh keine Geister geben, aber trotzdem einfach für Gimmick. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Geister-Stuff geholt. Eine Kamera, um sie zu fotografieren, dann noch Kopflichter. Werde ich eh wahrscheinlich nach dem Video in den Müll werfen, weil es keine Geister geben wird, aber naja. Benny hat nur das Nötigste gekauft.
Wir in Berlin. Wir in Berlin. Nahmen, bevor wir weiterfuhren, noch eine Zigarettenpause. Das ist oft so bei Geistersachen, dass die nur auf den Aufnahmen zu hören sind. Okay, Chat, wer, jetzt möchte ich gerne eins haben, wer glaubt an Geister? Abfahrt. Gibt es da wen? Gibt es da irgendeinen, der an Geister glaubt? Wir werden so draufgehen mit denen. Und setzen unsere Reise. Macht mir keine Angst, Chat. Viele schreiben eins. Reise nach Kinugawa fort. Währenddessen begann sie mir eine Story über einen Geist namens Mike zu erzählen. He's a ghost that we talk to on a spirit box. Eine Spirit Box ist ein Gerät, mit welchem man mit Geistern kommunizieren kann. There's an app called the Portal. It's not like your normal spirit box. The Portal has a series of random sounds that comes out in an echo form, and if you can get it right, it'll come out with clear, concise speech. It's more like a series of like individual words sort of put together into a sentence. Die Portal-App funktioniert so. Sie besitzt über eine riesige Sammlung an Wörtern. Der Geist kann dann über elektrische Magnetfelder bestimmte Wörter auf... Was wird geguckt? Wir gucken Need to Know und eine Nacht im verfluchtesten Hotel Japan. Japans. Geht's halt um ein Hotel, wo angeblich eine Frau gesichtet wird und da soll spuken und Need to Know fliegt nach Japan und trifft sich da mit anderen Lost Places Besuchern und die wollen jetzt feststellen, ob es da wirklich Geister gibt. Bin ein bisschen angegruselt gerade, aber ich glaube dem noch nicht ganz. Auswählen und damit einen Satz bilden. Sie erzählten mir, dass sie in einem verlassenen Krankenhaus waren, in dem verletzte Soldaten aus dem Vietnamkrieg hingebracht wurden. And we were up there looking around, messing around with the spirit box, right? And we started talking to this guy that said his name was Mike. And he was ganz ehrlich, dazu muss ich was sagen. Ich habe in verschiedenen Krankenhäusern schon gearbeitet und es gibt quasi fast in jedem Krankenhaus eine Station, die irgendwie leer steht. Keine Ahnung, Umbau oder whatever, irgendwie aus anderen Gründen. Und ich bin damals, da hatte ich Nachtdienst in Bochum, in der Bochumer Klinik, und dann bin ich spaßeshalber mal über diese leere Station gelaufen. Wisst ihr, wie gruselig das ist, über eine leere, ja, Krankenstation zu laufen, wo du weißt, das war früher mal eine Intensivstation, da sind Menschen gestorben? Das fand ich schon sehr creepy, muss ich sagen. Da bin ich auch mit schnellem Schritt durchgelaufen. Talking about Vietnam and being injured and all kinds of crazy shit. Sie ging also zu diesem Vietnam-Krankenhaus und die Geisterbox bzw. der Geist Mike erzählte ihnen tatsächlich Dinge über den Vietnamkrieg. And it makes sense. Like the answers it gave made sense to what you asked. So it wasn't just random stuff each time you got there. Okay. Entweder hatten die beiden die größte Geisterbegegnung überhaupt, oder... Das Ding ist eigentlich, frag ich mich, warum die lügen würden. Die haben ja gesagt, eine Tür ist aufgegangen und die haben Geräusche gehört. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, aber dann frage ich mich gleichzeitig, so, was bringt es denen darüber zu lügen, ne? Ich meine, das sind zwei Erwachsene. Also wie gesagt, die haben da Safe-Türen auf- und zuknallen gehört und auch der Boden hat geknarzt. Safe, das glaube ich, aber mehr halt auch nicht. Männer, die haben sich doch wohl nicht beide die ganzen Geisterereignisse eingebildet. Und außerdem sind die beiden ja nicht die einzigen, die sagen, dass es dort spukt. Also fuhren wir weiter in die Nacht hinein. Und dann drehte Benny durch. Entweder er wurde besessen oder... Ich glaube, das lag am Alkohol. You know the lyrics? Kind of. Yeah, it's really famous also. Alkoholiker also. Ja, jetzt weiß man, warum die Geister sehen. Letztendlich kamen wir bei unserer Unterkunft an, welche sich in direkter Nähe zum Hotel befand. Das ist Kinugawa, die Geisterstadt. Wir mussten unsere Temperatur mit diesem Ding messen und Mitch checkte für uns ein, ging hinein und Benny stellte erstmal seine drei leeren Bierdosen auf. Na. Im Hotel machte ich schon die erste Geistererfahrung. What is that? Der Wasser. Naja, gut. Ach, also Chat, wirklich, der Wasserhahn tropft. Aber guckt euch den Wasserhahn an.
Der sieht jetzt auch nicht aus, als hätte man den vor 10 Minuten gerade neu installiert. Anlief. First ghost encounter. Haben uns dann über Fake-Geister-Videos lustig gemacht und fuhren zum Hotel, um es auszuchecken. Ja, also ich gehe ganz mit euch, wenn ihr sagt, der hat einen guten Cutter und die Videos sind gut bearbeitet. Ich feiere das mega. Also rein technisch umgesetzt und bearbeitet, richtig geiles Video. Das feiere ich auf jeden Fall. Ah, that's how to go. Das ist das Hotel, welches direkt gegenüber liegt. Wenn man von dort aus dem Fenster zum verlassenen Hotel schaut, sieht man gelegentlich eine Frau. Sie wurde immer im Erdgeschoss gesehen. Und hier habe es laut Mitch gespukt. Dort werden wir hineingehen. Aber wisst ihr, also die meisten Lost Places werden ja auch zugeschlossen bzw. abgesperrt, weil die Behörden verhindern wollen, dass da irgendwelche Menschen drin auf einmal wohnen oder übernachten oder sich möglicherweise noch verletzen, I don't know. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass sie das zugesperrt haben, weil sie alle denken, das spukt. Sondern, also in Deutschland wäre das halt so, die blockieren es dann und reißen es vielleicht irgendwann ab, aber die wollen halt nicht, dass da irgendwelche Menschen reingehen, sich verletzen, dann liegen bleiben, I don't know, und keine Ahnung, verbluten, weil die da keiner findet, ja. So sind Mitch und Benny vor einem Jahr hineingegangen. Da in den letzten Monaten aber immer mehr Leute verhaftet wurden, die versuchen, ins Gebäude einzudringen, entschloss sich die Polizei, das Hotel komplett zu barrikadieren. So, Chat, ich kann es nicht mehr. Warum habe ich denn jetzt wieder was gesagt, was genau eine Sekunde später im Video vorkommt? Das ist ja nicht normal. Bei mir in der Birne spukt's, glaube ich. Seitdem konnte niemand mehr den Ort erkunden und die Frau wurde in Ruhe gelassen. Und wenn das abgeriegelte Gebäude nicht schon genug wäre, gibt es noch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei fährt ab und zu am Gebäude vorbei, um zu überprüfen, ob niemand versucht einzudringen. Die Hotelangestellten von gegenüber wurden angewiesen, die Polizei zu rufen, sobald sie etwas Verdächtiges sehen. Ja, ist ja auch richtig. In Deutschland sind sogar Jugendliche tödlich verunglückt. Ist das so? Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ja, kann natürlich irgendwie passieren. Ne? Das ist halt kein gesichertes Gebäude. Da können vielleicht irgendwelche Ebenen brüchig sein oder du stürzt irgendwo in der Grube, schlägst dir den Kopf auf und dich findet da Stunden oder Tage, Wochen, Monate lang keiner. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Und die Einwohner dieser Kleinstadt haben ähnliche Anweisungen bekommen. Laufen oder fahren sie im Hotel vorbei und sehen verdächtiges Verhalten, rufen sie die Polizei. Das wird keine leichte Aufgabe. Ach so, Moment mal, das heißt ja, dass die illegal einbrechen müssen. Huch, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Deswegen brauchen wir einen neuen Weg hinein. I reckon maybe from the river. Direkt neben dem Hotel fließt ein Fluss. Vielleicht ist es möglich, an ihm entlang zu gehen und auf diese Weise zum Hotel zu gelangen. Also ging Benny hin, um sich den Fluss genauer anzusehen. Es ist aber vom Fluss aus zum Hotel viel zu steil, also suchten wir nach einem anderen Weg und fanden einen. Wir wollten versuchen, durch ein zugewachsenes Gebüsch zum Hotel zu kommen. Das Problem war, dass wir gar nichts sehen konnten. Wir konnten unsere Taschenlampen nicht einschalten, weil uns das Hotel gegenüber sehen würde. Das Ding ist, wir dürfen keine Lichter machen, weil sonst die Polizei... Warum wird sowas nicht abgerissen? Real Talk habe ich mich auch gerade gefragt. Ich weiß nicht, wie es da in Japan ist, was da der Grund ist, aber irgendeiner muss auch die Kosten tragen. Ne? In Deutschland weiß ich nicht, wie es ist. Viele Gebäude stehen vielleicht unter Denkmalschutz. Dann hast du in Deutschland sowieso ganz viele Hürden, so ein Gebäude abzureißen. Und ich glaube aber, die wesentliche Frage, genau, Kosten und Besitzverhältnisse. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Abriss ist teuer. Ja, genau. Und wer zahlt es, ne? Guck am besten nach vorne, Bro. Wir versuchten so weit wie möglich zu gehen, aber an einem Punkt konnten wir einfach nicht mehr weiter. Viel zu gefährlich mit dem riesigen Abgrund und der Tatsache, dass wir nichts sehen. Dementsprechend suchten wir weiter und fanden eine abgesperrte Feuertreppe. Wir könnten über die Absperrung klettern zur Feuertreppe und hoffen, dass einer der vielen Fluchttüren geöffnet ist. Das Problem dabei ist, dass wir mitten auf der Straße halten müssen. Ist das tatsächlich, wie es hier auch dargestellt ist, dass hier eine mega Schlucht ist? Ist ja auch voll gefährlich, da lang zu fahren, ne? Stell mal vor, keine Ahnung, du musst irgendwie ausweichen so ein bisschen und dann zack, bist du 10 Etagen tiefer. Und gesehen werden können.
Dann gab es die Lösung, das Auto weiter wegzuparken und zu Fuß zur Feuertreppe zu gehen. Just looking at the route, there's not really any sidewalk, is it? If you got fucking four guardians walking down here, fucking this is suspicious. Maybe our best bet would be... Your best bet's probably jumping through over there. If I just pulled up here, and you guys just fucking get out, and then I go and park the car, walk back, and just by myself. And then I jump and we just... Warum machen die es nicht bei Tag? Ja, weil, haben die doch gerade erklärt, du darfst da nicht rein, das ist verboten. Und die machen es natürlich erstens nachts, damit sie nicht gesehen werden, also das, damit sie undercover unterwegs sind. Und zweitens trifft man doch Geister auch nur nachts, weißt du doch. Or if you two go in, a jump, and me and Mitchell go in and come back. Yes. What do you want to do to get over that fence? Der Plan ist folgender. Mitch hält den Wagen, mein Kumpel und ich springen raus. Das darf nicht länger als 20 Sekunden dauern. Mitch und Benny fahren weiter, parken das Auto und kommen nach. Sind einkaufen gegangen, Benny. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Du weißt ja auch gar nicht, was so die Strafen sind. Stell mal vor, du brichst da ein und dann sieht das einer und der ruft dann die Cops. Und dann bist du auf einmal in einem fremden Land, auf einem fremden Kontinent, irgendwo im Knast und du weißt ja nicht, wie hoch die Strafe sein wird. Ja, keine Ahnung, was es in Japan da gibt. Sperren die dich nachher 3 Jahre ein, dann chillst du da 3 Jahre, geil. Er hat natürlich nur das Wichtigste geholt. It's just like really risky getting in and out. So the least amount of times we have to go in and out, the better, I think. I think the later the better. The later less, the better, yeah. Less fucking cars, less people. Yeah. Early, like 2 o'clock in the morning or something like that. Also fuhren wir wieder ins Motel, um noch ein paar Stunden zu schlafen, bevor wir endgültig aufbrechen. Als wir ankamen, liefen immer noch die Geistervideos. Das war gruselig. 21.30 Uhr und die beiden... Benny hatte schon 6 Dosen Bier getrunken. Also Chat, ey, ich sag euch ganz ehrlich. Aber bei 6 Dosen Bier, da sehe ich halt auch Geister, ne? Ernsthaft. So, we're gonna have to go down there. Ganz kurz, kennt ihr das? Wenn man einen Pickel in der Nase hat, ich habe hier genau an der Nasenspitze, oh mein Gott, ey, das juckt einfach und sobald man da dran geht, Alter, das sind Schmerzen. Ah. Those steps and hope that one of those doors is open down the stairs. Yeah. Or if we, the steps is not the only option. If we can't do that, then our best option mein Auge tränt. Is to go to the Western Village and get into there. Und dann wurde ich nervös. Es kann sein, dass die Polizei alle 5 Fluchttüren von außen abgeriegelt hat. Wenn das der Fall ist und wir nicht reinkommen, war es das mit dem Hotel. So, we'll have to be the stairs. Okay. And then hope that something is open. Wenn keine Tür offen ist, ist unsere einzige Alternative, zu einem anderen verlassenen Ort zu fahren. Western Village. Das wäre aber echt nicht ideal. Einer der Fluchttüren muss offen sein. Also, ich predikte, dass alle zu sind. Weil man hat ja gerade erfahren, dass alle paar Monate oder Wochen oder was, sind da irgendwelche Fremden und da wird die Polizei gerufen. Deshalb gehe ich davon aus, dass die ganz sicher da zugemacht haben. Also, wird ja Sinn machen. You told me we have to be careful with our lights too, because if the other hotel sees lights, they will call the police. Yeah, it might be better to go. Da um eine spätere Uhrzeit die meisten Leute schlafen, haben wir uns entschieden, den Plan um 3.30 Uhr umzusetzen. Geringste Chance, dass wir gesehen werden. Also habe ich den Wecker gestellt, Benny trank sein letztes Bier und wir gingen schlafen. Sag mal. Oh, das ist so ein räudiges Geräusch. Warum klingt das auch immer so aggressiv? Ich wurde um 3.19 Uhr wach und weckte die anderen. Mitch machte sich einen Kaffee und Benny trank sein Bier. Wir gingen los und die Mission wurde eingeleitet. Man
meint ihr, die schaffen das? Ich glaube, ja, aber sie stellen dann fest, dass alle Türen zu sind und ich glaube nicht, dass sie reinkommen. Also sie schaffen es halt zum Grundstück, ohne gesehen zu werden, meine ich, aber schaffen es da nicht reinzukommen, so. Ich bin sehr gespannt, ob da irgendwas sein wird. Right now it's like 4 o'clock, right, in the morning? Yeah. We don't really have any reason to be out. We just do our best to look normal. Be low-key. Be low-key. I'm gonna check the police station just to see if they're out or they're in the desk. Yeah, okay. Looks like they're out. Beide Polizeiwagen standen dort. Das heißt, niemand ist gerade am Patrouillieren. Gutes Zeichen für uns. Heftig geil geschnitten, ne? Ich fühl das. Ich fühl den Flair. Also gut gemacht. Bevor wir ankamen, hielt Benny noch an einem Nachtkiosk. Um 4 Uhr morgens ist das relativ auffällig, aber scheint wohl was Wichtiges zu sein. Ja, Also ich habe so langsam den Eindruck, der sieht Geister. Ja, der sieht auf jeden Fall Geister. Aber ich bin nicht sicher, ob andere Menschen diese Geister auch sehen. Und ob er die bei 0,0 Promille eventuell auch noch sieht. Also das ist ja, es ist, oh mein Gott, ja, kein Wunder. Der Biergeist, ja, echt so. Hallo. Hallo. You got your stuff? I got the stuff. I got all the good stuff. Er hat nur 4 Bierdosen gekauft. Okay, you can drive a bit slowly. Wir distanzieren uns natürlich davon, von diesem massiven Alkoholkonsum, ist klar, ne? Yes. Okay. Let's go quick. Okay, schnell. Okay, wir müssen jetzt super vorsichtig sein. Erstmal schön um 4, 5 Uhr morgens ein Bierchen zischen. Geil. Wir müssen kein Licht anmachen. Und die Treppen sind vielleicht nicht safe genug. Wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Schuhschalter, ich bin jetzt nervös. Wenn Polizei kommt oder so ein Schild. Ich hoffe, man kann genug sehen. 4:30. Hä, hey, als ob die jetzt so Nachtsichtgeräte dabei haben, Chat. Was? Was haben die denn für Equipment dabei? Scheiße. Ich bin so nervös. Lass mal schon mal eine runterlaufen. Ja, Wärmebild, okay, sorry. Boah, ich hab so Angst, dass diese Treppen einkrachen. Unten ist schon eine Tür, sollen wir mal die Tür gucken? Lass mal die Tür checken. Da ist eine Schnur. Da siehst du diese Schnur? Oh, what the fuck? Hier ist safe eine Kamera irgendwo. Ach jo, stimmt. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Wäre ja auch voll smart, weil die Polizei ist ja auf der gleichen Straße, wenn die da irgendwie Kameras installiert haben mit Bewegungsmelder und immer wenn da einer reingeht, ploppt bei denen so ein Bild auf. Ja, das wäre natürlich smart, ne? Das würde auch eigentlich Sinn machen. An der Klinke war eine dünne Schnur befestigt. Ich dachte, dass diese mit einer Alarmanlage verbunden ist. Betätigt man die Klinke, wird der Alarm ausgelöst. Aber wir sollten diese Tür nicht aufmachen. Weil da eine Schnur ist. Junge, das ist so creepy, das ist einfach eine Schnur. Heißt das, das wird dann alarmiert? Ja, es ist eine Falle, glaube ich. Ich glaube, die Polizei hat das gemacht. Dementsprechend entschieden wir uns, die Tür nicht zu öffnen und auf Benny und Mitch zu warten. Da oben, sie kommen runter. Hello! Hä, aber als ob die das mit dann so unprofessionell mit so einem Draht irgendwie machen, dann mach doch einfach so offiziell Alarmanlage da dran.
oder halt Kameraüberwachung. Ich glaube nicht, dass das von der Polizei ist, ehrlicherweise. We made it. There's the door right there, but there's a... Hä, zu teuer? Nee, ach Quatsch. A rope on it. No, we didn't try it. We were scared that it would alarm would go off. Look, there's a rope on it. A string like on the handle. Ja, genau. Wenn er die Tür aufmacht, steht da auf einmal der Anzeigenhauptmeister und schreibt euch einen Strafzettel. Wir betraten das Hotel. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls es euch bisher gefällt. Ja. Wir kamen an in einem Flur mit ganz vielen Hotelzimmern. Wir sind gerade hier und der Raum, wo die Jungs vor einem Jahr waren, ist irgendwo hier. Also jetzt bin ich gespannt, wie im Flitzebogen, ob die da jetzt Geister finden. Das Hotel ist wie ein Labyrinth, vor allem im Dunkeln. Deswegen ist Orientierung sehr wichtig. Am besten eignet sich als Basis das Dach. Ist halt auch Real Talk einfach gefährlich, ne? Du siehst halt gar nichts. Also selbst mit diesen Wärmebildkameras oder whatever, die da haben, du übersiehst irgendwas, dann brichst du dir dein Bein und dann, also keine Ahnung. Wir sind im Erdgeschoss gelandet, um genau zu sein, in der Lobby vom Hotel. Direkt. Wisst ihr übrigens, woran mich diese Animationen erinnern? Oha, was war das? Ein Euro, geil, für die Paywall. Ah, Waffle ist am Start, grüß dich, danke für den Euro. Wisst ihr, woran mich diese Animationen, wo sind sie denn jetzt? Da, diese Animationen, die erinnern mich voll an Simplicissimus. Also der hat ja auch so, also das sieht ein bisschen ähnlich aus, ne? Wo kann man so Animationen machen? Das finde ich mega cool. Das könnte ich perfekt auch in meine Videos irgendwie einbauen, wenn ich dann sage, Pflegekräfte streamen im Krankenhaus und dann habe ich so ein Setting, wo die Kamera so, keine Ahnung, so an so, ja, was ist das? So an gezeichneten Männchen? Das ist ja nicht gezeichnet, animiert? I don't know. Simplicissimus ist einfach sein Bruder. Ja, aber jetzt spaßeshalber, ne? Aber ja, es sieht gut aus, safe. Wir sind im Erdgeschoss gelandet, um genau zu sein, in der Lobby vom Hotel. Direkt neben uns ist die Hauptstraße. Ich kann euch auch ehrlicherweise gar nicht sagen, was ich daran geil finde, aber ich finde das irgendwie interessant. Das gibt dem irgendwie einen anderen Flair. Ich würde es auch gerne einbauen, aber ich bin Amateur, ich kann ja nicht mal streamen, ihr wisst Bescheid. Was ist das da? Keine Ahnung, was es ist. Schämen, okay? Ich war ein Hund, ein toter Hund. Ich will nicht drin. Der. Oha, Samsara oder Samsara894, danke für deinen Prime-Sub. Damit bist du 973, so kurz vor den 1000. Kuss geht raus, danke für deinen Sub. I think they weren't able to see us. It's pretty easy to see inside if they look better. What's that? It's a deer. It's a deer, yeah. What the fuck? Hä? Du bist mitten in diesem Raum ein Bild. Ein was? Eine Skulptur. Hä? Warum? Warum? Bambi. Where are you going? What's that path? It's glass. Jetzt gehen wir gerade auf ein Dach. Sind wir draußen?
Yeah, I like this spot. Have a barbecue. So we'll use this spot if you want to leave any stuff here. Okay, as a base. As a base. Okay, great. Because one of those haunted rooms is right there. Like, the room that we went in first and the cupboard opened and shut. Um genau zu sein, ist das Hotel nicht ein großes Hotel, sondern drei kleinere nebeneinander. Ich würde das so gerne können, Chat, wirklich. Ich werde mir demnächst mal echt viele, viele Tutorials angucken. Alleine diese Animation, ne? Dass er von dem Gebäude aus rauszoomt, das wird so gut zu meinen Videos passen. Versteht ihr, was ich meine? Hotel nicht ein großes Hotel, sondern drei kleine. Alter, ich hätte auch gern diese Skills. Ich hätte gerne diese Skills. Ich fühle das so, das ist so geil. Wenn es jemand verdient hat, dann ein ehrenwerter Kollege, der unehrenwerte andere Kollegen expost. Weiter so. Dankeschön, Kuss geht raus. Sehr, sehr geil. Danke dir. Kleinere nebeneinander. Im ersten Hotel sind wir gerade und im Erdgeschoss vom zweiten Hotel sahen die Jungs die Tür, die aufknallte. Dort muss die Geisterfrau sein. That hotel is definitely more scary. This one's not so bad. This one's fairly modern. That one's like, a bit freaky. Da soll anscheinend das Gebäude sein oder das Zimmer, wo sie einen Geist gesehen haben. Ob es auch das Zimmer von der kopflosen Frau ist? So the hotel over there, one of the oldest in the area, built about 150. Aber guck mal, Chat, da sind ja so viele Lichter in diesem Hotel an und die bewegen sich da auf dem Dach oder whatever, ne? Ich weiß nicht, ob das so die allerklügste Entscheidung ist. Years ago, actually maybe more, 160. So the story goes from online Japanese blogs. There was a man staying in one of those rooms, and just like you sort of see now, he got rooms that are sort of blacked out. And he said his wife was sleeping, and he was just sitting by the window, having a cigarette, having a drink, just admiring the view of this cluster of hotels. And as he was looking over, he saw a light come on in one of these windows, and he said he thought they might have been doing like a photography session or something like that. And as he sat there drinking his whiskey, he keeps looking, and he said he thought he saw the figure of a like a woman wearing a kimono but without a head. He said he hopped ja genau ohne Kopf auch noch. Ich glaub dem kein Wort. The bed and sort of shut the curtains, and he goes, oh, that was a bit weird, sort of freaked out, not able to sleep. About 10 minutes later, he said he heard a massive bang on his window, and he opened the curtain, and apparently there was the headless woman wearing a kimono stuck to his window like a lizard. He just fucking shut the curtain, went back to sleep somehow. And then the next morning, apparently there was fingerprints on the window where this woman was. Fingerprints? Testet das mal, falls ihr eh Fenster putzen müsst, testet das mal bei euch. Aber wenn ihr doch an die Scheibe so patscht, das sieht man doch aus so einer großen Entfernung gar nicht. Oder war das jetzt auch noch blutig? Man weiß es nicht. Okay. Yeah, let's see what we can find in this room. Da ist das Gebäude mit dem Geist. Klettern gerade durch ein Fenster. Ich bin gespannt. Oh, oh Chat, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Ey, ich schwöre euch, wenn ein Jumpscare kommt, bin ich sauer. It's a locker room. Glück gehabt. Minus 4. Oh, looks impressive. It's still stuff. It has stuff inside. Es sind immer noch. War das gerade so ein Wandtemperaturmesser? Ja, ne? Ja, cool. Moin, moin, was geht? Es sind immer noch Dinge drin. Alles komplett verrostet. Was this the room where the door shut? No. It's either this one or that one. Oh, I think it was this one actually. Es ist tatsächlich genau der Raum aus ihrem Video von vor 2 Jahren. Dann schauen wir mal, ob wir etwas finden werden.
Ich mag das nicht, wenn die Musik so geht. Ist auch in Gruselfilmen immer so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Musik sich so langsam aufbaut. But this is definitely the room, because it was that cupboard door that opened. This door? Yeah. Aber was ist das, Chat? Sind das Matratzen? Oder Tapete? Was ist denn? Was liegt denn hier? With the pressure of air, like when you open a door, sometimes the door's gonna open like that, which isn't that freaky. Yeah. But when I walked in, it just went fucking bang and shut, and then they both. Aber guck mal, das sind ja auch, guck mal. Allein, weil der das einmal angefasst hat, das sind ja so labbrige Türen, die Scharniere sind wahrscheinlich 8000 Jahre alt. Da gehst du einfach nur vorbei und die Dinger bewegen sich. Was it that door? Yeah. This one? Yeah. Should we do some testing? Das ist doch Bullshit. Yeah, we can do some testing. The EMF doesn't say anything. Huh? Why doesn't it work? Because it worked in the room. It just says nothing, like zero. Hä? Warum funktioniert das gerade nicht? Das ist total komisch. Ein EMF-Gerät reagiert auf elektromagnetische Felder bzw. Strom oder geladene Gegenstände. Es wird gesagt, dass Geister diese ebenso ausstoßen. Das Komische ist aber, dass das Gerät gar nichts anzeigt. Das ist gerade sehr komisch, dass das nicht geht, bin ich ehrlich. Weil es hat immer funktioniert. Es ist null. Es war nie auf null. Never. Dabei ist hier ein großes Akku. Sollte eigentlich eher gehen. Im Hotel hat es immer funktioniert und jetzt gar nicht. Ob das jetzt mit den Geistern zusammenhängt, ich denke nicht. Komisch ist es aber trotzdem. Als nächstes versuchen wir die Geisterbox. Is there anybody in here who can speak English other than us? Just you, maybe? Just you? Just you, I think. Is Mike here with us? Mike's here? Did he say that? Mike, are you here? Yes. Yes. That's definitely him, though, isn't it? Yeah. It's the same dude. Sounds like Mike. Are you following us? Just for a bit or something? Verstehe ich gerade nur Bahnhof? Was passiert denn da jetzt? Yes, for a bit. Yes, for a bit. Usually the whisper ones that are the ones that. All the rest is just sort of like noise. He said shh. Ja, yeah, he shushed us. Aber man muss, also Chat, ehrlicherweise muss man an dieser Stelle sagen, dass das schon unfassbar nett von dem Geist ist, dass er auch wenigstens auf Englisch spricht, oder? Also hätte auch Japanisch sein können. He probably means there's someone watching. Ah, das ist eine App, die dann Wörter. Ach, ich bin. Ich glaube halt nicht an sowas, Chat. Keine Ahnung. Einige Male gab die Geisterbox tatsächlich konkrete Antworten. Würde es aber definitiv nicht als Beweis sehen, da es auch einfach ein Zufall sein kann. Als nächstes ist die Infrarotkamera dran. Mit dieser sucht man nach kalten Stellen, welche Geister sein könnten. Es war aber nichts Auffälliges zu sehen. Nee, hier ist nichts. Zu schade. Als letztes noch das Bild. War das mit seinem Handy gerade? Kann mein Handy das eigentlich auch? Dieses... Was ist das für ein Modus? So ein Wärmebilden-Modus? Was? Kann das mein Handy auch, Chat? Das iPhone? Ich hab's noch nie ausgetestet. Oder ist das eine App? Zu schade. Ah, mit der App. Als letztes okay. Noch das Bild. Can you turn off the lights? I wanna try take a picture. Es wird oft gesagt, dass man Geister nur auf Fotos erkennen kann. Mike, I'm gonna take a picture. You can stand in front of it. I'm right here, you can stand in front of me. And one, two, three. Okay. Die Geisterfrau ist definitiv nicht hier. Aber wenn sie hier nicht ist, wo ist sie dann? Was wir schon wussten, ist, dass sie vom gesamten Hotelkomplex irgendwo im Erdgeschoss sein soll. Dort wurde sie oft gesichtet. Das zweite Hotel haben wir somit schon abgehakt. Es gibt dann noch einmal die Lobby vom ersten Hotel, da wo die andere Tür zuknallt und Danny das Flüstern hörte. And then I caught a voice too, which I couldn't work out. Something Japanese. Wir sind durch diese Lobby aber schon gelaufen und es war dort nicht besonders gruselig. Warum ist mitten in diesem Raum ein Reh? Außerdem weiß ich nicht, ob ich den Jungs noch glauben kann. Was ist, wenn das auch nur ausgedacht ist? Und es gibt die Lobby vom dritten Hotel. Da waren wir noch gar nicht. Da die Sonne bald aufgeht, haben wir nicht genug Zeit, um beide Lobbys auszuchecken. Ich muss mich entscheiden. Das ist so spannend, da muss Benny ein Bier trinken. Ist echt so. Entscheiden. Vertraue ich ihnen ein zweites Mal?
This is the stairs we went down to that room that had the big bang. Oder gehen wir ins dritte Hotel? Ich entschied mich für Letzteres. Dann gehen wir runter und gucken, ob hier die angeblichen Geister sind. Alles Quatsch. Es wird einfach schon hell draußen, wir haben nichts erlebt. So ein Scheiß. Wen wollen die verarschen, die beiden? Aber ist ja eigentlich voll frustrierend, ne? Guck mal, der reist extra nach Japan, trifft sich da mit fremden Menschen irgendwie und geht mitten in der Nacht, die ganze Nacht lang, durch so ein Gebäude und es passiert halt einfach nichts. So, hä, wie unbefriedigend muss das sein? Wir sind hier mit irgendwelchen Leuten, die die ganze Zeit Bier saufen und glauben denen, dass die Geister gesehen haben. Vielleicht ist das doch einfach so eine Therapie in Japan für so anonyme Alkoholiker. Die müssen sich dann immer so Europäer einladen und mit denen durch so Lost Places laufen. Vielleicht ist das so eine Auflage der japanischen Regierung. Das wäre vielleicht jetzt meine Idee. The photo doesn't show anything, it's just black. Hier ist einfach gar nichts. Keine Geister hier. Alles eine Lüge. Ja, genau. Der müsste mal weniger Bier trinken. Ich würde ihm auch mal ein Holy empfehlen. Also, falls man den mal kontaktieren kann, schickt den gerne mal meine Links rüber. Vielleicht bestellen die sich ja auch mal ein bisschen Hydration oder so. Wir kamen im dritten Hotel an, aber da war auch nichts Ungewöhnliches. Bis ich ein Geräusch hörte. In dem Moment dachte ich mir nichts dabei. Boah, Junge, ab 1,1 Promille gilt man in Japan als Verteidiger. Als Vereidigter, Entschuldigung. Vereidigter Dolmetscher für die Geisterwelt. Ist echt so. Ist einfach echt so. Aber dann erinnerte ich mich. Als ich anfangs über das Hotel recherchierte und mir Videos davon ansah, konnte ich öfter eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen erkennen. Etwas, was bei vielen Videos vorkam. Ein dumpfes Geräusch. Ich ging davon aus, dass es irgendein Geräusch von draußen sei und da... Das hat sich halt Real Talk angehört wie so ein Türknarzen. Achte mir nichts dabei. Als wir da standen, forschte ich über den Sound und es stellte sich heraus, dass es die Laute von einem Reh sind. In dieser Gegend haben noch nie Rehe gelebt. Das Geräusch muss von drinnen kommen. Das Reh? In der Lobby im Erdgeschoss vom ersten Hotel. Genau in dem Raum, welchen die Jungs meinten. You know where the deer is? And there was a huge bang from like a big metal door. And you said you heard something? Yeah, I got a video of someone following me. I could hear it's Japanese, but I couldn't quite make it out. Somebody actually said something. Die Jungs haben doch nicht gelogen? Where we got in? Is that far? Wir liefen direkt zurück. Hä, aber jetzt mal ohne Witz. Also das ist doch auch so unrealistisch. Guck mal, die sind hier in diesem dritten Gebäudeteil, also ganz links. Wie viel, also guck mal, wie weit der Weg ist bis zu diesem Gebäudeteil, wo angeblich dieses Reh stehen soll, was jetzt Geräusche gemacht hat. Hä, das sind doch, keine Ahnung, da sind doch ewige Flure dazwischen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass dann dieses Gejaule da durch die ganzen Gänge hallt, bis 500 Kilometer weiter in den 50. Gebäudeteil. Ich habe etwas weiter über die Gegend recherchiert und stieß auf was erstaunlich Interessantes. Es wird gesagt, dass der Ort Kinokawa so verflucht ist wegen den vielen Yokai, die hier... Chat, verflucht. Es gibt eine Person auf YouTube, die diesen Ort heilen kann. Im Jesus mächtigen Namen. Wer ist es, Chat? Oh, ja, Fail-Click, da wollte ich hin. Leben. Torik, wir brauchen dich, Bruder. Yokai sind Figuren aus dem japanischen Volksglauben und mit Dämonen vergleichbar. Der Anzeigenhauptmeister auch, stimmt. Der könnte nur einen Platzverweis ausstellen. Einige besitzen teils tierische und teils menschliche Züge, zum Beispiel Kappa und Tengu. Yokai besitzen übernatürliche Kräfte, sodass Begegnungen mit ihnen gefährlich sind. Das dritte Hotel vom Komplex heißt sogar Kappa Hotel, welches ein Yokai ist. Es heißt, dass er Menschen, die... Da ist er doch. Da ist doch Torik. Da ist er doch schon. Pinken herunterzieht. Im dritten Hotel standen überall Figuren von dem Yokai. Das ist Kappa. Das ist Japanese Folklore. Der sieht so... Wisst ihr, woran mich diese Frisur jetzt erinnert hat? Chat, das muss ich eigentlich mal ganz kurz gucken. Woran erinnert uns diese Frisur? Warte,
Ich hab's gleich. Give me a second. Nee, Kermit. Ja, nee, warte. Ich zeig euch, woran mich diese Frisur erinnert. Ey, das müsst ihr mir... Alter, wirklich, das sieht ja genau so aus. Wait. Ich hab's gleich. Hier. Das sieht doch 1:1. Warte, so. Komm, Chat. Die Frisur ist gut abgeguckt. Muss man den lassen. Und jetzt kommt das Verrückteste. In Japan wird von einigen Tieren angenommen, dass diese magische Kräfte besäßen. Viele Tiere sind Gestaltwandler, die Menschen, meistens Frauen, imitieren. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wenn das alles stimmt, dann ist es das Reh. Das Reh ist die Geisterfrau? Ja, wird jetzt nicht ganz die Fingerabdrücke an der Scheibe erklären, aber okay. Ich glaube immer noch nicht daran, dass wir dort einen Geist finden werden, aber das mit dem Yokai, welche wie Tiere aussehen und sich in Frauen verwandeln, und das Reh, welches mitten im Raum steht, wo die Frau gesehen wurde, ist schon interessant. Letztendlich kam ich bei dem Reh an. Da es aber schon sehr spät war, mussten wir das Hotel ohne viel Zeit zu verlieren wieder verlassen. Sonst werden wir vom Passanten... Der ist erstmal am Quarzen. ...Passanten, die auf dem Weg zur Arbeit sind, gesehen. Wir kommen morgen wieder. Und dann bringen wir es zu Ende. Oh, oh. Er wieder am Start hier, meine Güte. Wenn man keine Geister sieht, muss man sich die Geister halt eben dahin trinken, so. Der Plan ist simpel. Mein Kumpel und ich gehen alleine ins Hotel, laufen direkt zum Raum, wo das Reh ist. Dieser ist nicht weit vom Eingang entfernt, achten auf merkwürdige Aktivitäten, zum Beispiel schließende Türen oder Flüstern, benutzen die Geistergeräte und hauen wieder ab. Wenn es wirklich in dem Hotel spukt, dann werden wir es heute Nacht erfahren. Bruder, JM-Essen, was sind das für bodenlose Kommentare die ganze Zeit? Need to know hat sich einfach die englische Familie Ritter für das Video zusammengecastet. Ja, da hast du wohl recht. Ja, das erleben wir auch jetzt gleich. Um mit den Jungs in Kontakt zu bleiben, installierten wir Walkie-Talkie-Apps. Hola, amigo. Hoffen wir mal, dass wir heute Geister finden. Ich glaube, er wurde da voll gescammt von den beiden. Ich bin da ganz bei euch. Der wurde da richtig gescammt. Von wegen, komm nach Japan, wir finden Geister. Und die wollten einfach nur ein Wochenende Sauftour machen auf Need to Know's Nacken. Let's go. Heute zweiter Versuch. Wir gehen jetzt mal zu zweit rein, weil die zwei meinten, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Geister irgendwelche Aktivitäten von sich abgeben, wenn man nicht mit so vielen ist. Die bringen uns jetzt hin. Wir steigen aus, rennen rein, die fahren weiter. Das ist dann noch geiler. Die haben also gar keinen Bock mehr da drauf. Die meinen jetzt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn man alleine reingeht. Die fahren, also wir fahren schon mal weiter. Das ist auch so geil. Die werden da so verarscht. You ready? You're ready. Let's go. Goodbye, my friend. Thank you so much. Good luck. See you soon. Wir müssen schnell rüber. Schnell. Okay, let's go. Da ist die Tür. Sollen wir wieder rein? Ja. Jetzt sind wir nur zu zweit, ne? Junge, das ist viel... Das ist viel schlimmer.
Boah, stimmt. Stellt euch jetzt mal vor, dass die zwei Typen da jetzt erstmal fett zur Tanke fahren und von da aus rufen die Polizei von wegen, yo, wir haben da irgendwie zwei gesehen, die gehen da in das verlassene Gebäude, da müssen sie mal gucken. Das wäre die ultimative Hopsnahme. Ja genau, die haben die Polizei alarmiert, genau, genau. Ich hab viel mehr Schiss, ich auch. Das wäre so geil. Als ich das Gebäude betrat, fühlte ich mich wesentlich unwohler als die Nacht davor. Ich meine, gestern waren wir noch mit Benny und Mitch und heute sind wir auf uns allein gestellt in diesem riesigen Komplex. Die Lobby mit dem Yokai ist nicht weit von hier. Wir müssen nur den Gang entlang, zwei Etagen hoch und dann nach rechts gehen. Das ist ein echter Pflicht hier. Oh, 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 oh. Also, ich würde mir so in die Hose pinkeln, wenn ich da alleine mit einem Kollegen irgendwie in so einem verlassenen Gebäude wäre. Das wäre Real Talk nichts für mich. Ich hätte so Schiss. Okay. Oh, man sieht die Lichter hier. Alles schon so runtergekommen. Naja, das ist halt ein Lost Place, ne? Im Prinzip wie jedes deutsche Krankenhaus von innen. Und da, in der Ferne, stand es. Das Reh. Nur nicht so nah, ne? Gleich bewegt er sich. Ja, wahrscheinlich. Ey, das ist ein echter. Ist er echt? Das ist ein echter gewesen. Gucken, ob es Geister gibt. Okay, also wir haben Licht, wir haben Temperatur, minus 1, EMF, EMF ist auch nichts. Okay, nochmal Wärmekamera. Ne, hier ist auch nichts. Okay, dann lass mal jetzt das letzte machen und mit denen reden. Jetzt wird's creepy. Hier mach du, Digga. Is someone in this room beside me and my friend Elias? That's you. That's you? Is it okay for us to be here? No. Der mit seiner Lampe auf dem Kopf, das sieht doch aus. Should we go? That's you. Ja, nee, die App ist Bullshit, Alter. Nein, diese App ist wirklich dumm. Da wird einfach immer was überholt. Man kann nicht mit Geister kommunizieren. Wir können es ja mal ohne machen. Ich mach Japanisch jetzt. Ich übersetze jetzt. If there is someone in this room, please give us a sign. Oha, Xula-Fan hat erneut für einen Monat auf Stufe 1 abonniert und abonniert jetzt schon 5 Monate. Herz geht zurück. Danke dir für deinen Sub. Kuss geht raus. Noch einmal. Hast du das gehört? Hast du dieses Dock gehört? Was? Da bilden die sich jetzt schon Geräusche ein? Moment, nochmal zurück. Noch einmal. Hast du das gehört? Hä? Hast du dieses Dock gehört? Hast du das nicht? Nein. Ein letztes Mal. Nö. Nee. Nix. Dann haben wir es geschafft. Jetzt hab ich's gehört. Mal. Insgesamt kam dreimal derselbe Sound. Ein dumpfes Klopfgeräusch. Einmal, nachdem ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand ist.
da haben wir es nicht gehört. Dann, während ich zum zweiten Mal fragte, ob hier jemand ist. Hast du es gehört? Hast du dieses Dock gehört? Und ein drittes Mal, als wir gehen wollten. Dann haben wir es geschafft. Als hätte etwas wirklich versucht, mit uns zu kommunizieren. Normalerweise würde ich sagen, das ist nur irgendein Geräusch vom alten Hotel. Aber ist schon ein bisschen auffällig, dass es genau dann kommt, oder beziehungsweise nach dem kommt, wo er dieses japanische Kommunizier mit uns da abgespielt hat, ne? Aber ganz im Ernst, du kannst natürlich auch, genau, vielleicht sind das diese Typen, ja, die da angeblich weitergefahren sind. Ja, natürlich, kann natürlich auch sein. Jetzt wollte ich einmal ganz kurz, ja, in den letzten 5 Minuten des Videos, wollte ich noch mal ganz kurz dran glauben und ihr macht's zunichte. Jetzt passt auf. Dieses Klopfgeräusch kam kein einziges Mal vor, als ich vorher im Raum die Geräte ausprobierte. Nicht einmal in den gesamten 10 Minuten. Aber als ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand im Raum ist, kam es. Jetzt könnte man sagen, dass es nur Zufall war und dieses... Boah, wie brutal das bearbeitet ist, ne? Also das ist bodenlos, das riecht gut. Das Klopfen generell öfter im Hotel vorkam. In der ersten Nacht waren wir 8 Stunden im Hotel und in der zweiten Nacht... Das Geräusch war das Öffnen einer japanischen Bierdose. Ja, safe sind die irgendwo da im Raum. Stunden. Ich habe mir die gesamte Footage nochmal angeschaut, 12 Stunden insgesamt, und dieses Klopfgeräusch kommt kein weiteres Mal vor. Ich glaube aber immer noch nicht, dass es hier im Hotel spukt. Für mich ist das einfach kein ausschlaggebender Beweis. Aber wenn da kein Geist war, was ist dann mit den paranormalen Ereignissen, die Benny und Mitch erlebten? Ja, ich kann euch ganz genau sagen, woher die paranormalen Ereignisse kommen. Die kommen nach dem 5. Bier. Da kommen also auch bei mir paranormale Ereignisse. Die kommen bei mir nach dem 1. Bier schon. Schritte, Flüstern und 2 Türen, die zuknallten. Nichts davon kam in den 2 Nächten auch nur ansatzweise vor. Nix! Und was ist mit dieser Portal-App, von der sie behaupten, dass sie definitiv funktioniert, weil sie damit mit einem Geist gesprochen haben? And we started talking to this guy that said his name was Mike. Die App hat nicht im geringsten funktioniert. Ich habe mal nachgeschaut und sie hat eine 2,7-Sterne-Bewertung. Es wiederholt ständig nur dieselben Phrasen. Is there anybody in here who can speak English other than us? That's you. Damit kann man nicht mit einem Geist über den Vietnamkrieg gesprochen haben. And he was talking about Vietnam and being injured and all kinds of crazy shit. Ja, ich glaube schon, dass er das gehört hat. Chat, das bezweifeln wir auch nicht. Aber ob er da mit der App und einem Geist gesprochen hat, das lasse ich mal hingestellt. Ich glaube schon, dass er sehr viel gehört hat. Sehr viele Stimmen. Aber nicht durch die App, nicht durch den Geist. Haben die Jungs mich wirklich die ganze Zeit verarscht? Die Antwort darauf werden wir gleich erfahren, wenn wir im Hotel zurückkehren. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie es sein kann, dass Leute von gegenüber eine Frau im Hotel sehen. Auch wenn das Hotel abgesperrt wurde, ist es nicht unbedingt schwer hineinzugelangen. Es könnte sein, dass eine obdachlose Dame hier wohnt oder Abenteurer, die nachts das Hotel erkunden, von gegenüber gesehen werden. Ohne Witz, wahrscheinlich haben die Hotelgäste in diesen 2 Tagen, wo die da waren, auch gesagt, die sehen Geister. Ja, weil da obviously auch welche drin waren. Es ist halt ein öffentliches Gebäude, sag ich mal. Da laufen immer mal wieder Typen oder irgendwelche Menschen lang, die Lost Places erkunden. Also, ist ja bodenlos. Die halten sich alle gegenseitig für die Geister. Ist doch lustig. Auch gibt es viele schöne Kimonos im Hotel, welche man anziehen könnte. Ich war unbewusst einer davon. Jetzt fehlt nur noch die Erklärung von Mitch und Benny. Haben sie wirklich gelogen? Hey, we're back. Wie sieht's denn da auch aus? Alter! Welcome back. We got a lot of liquid over there. Welcome back. Wo ist die Bierdose? Wo ist sie? Okay. What did you see? Tell us! Die beiden haben uns nicht angelogen. Alle paranormalen Ereignisse, welche sie erlebten, lassen sich ganz einfach erklären. Nämlich mit Alkohol. Jedes Mal, wenn ja, sie... genau. Seht ihr? Ich wusste es doch. Nämlich mit Alkohol.
Alter, guckt dir das an, was da alles rumsteht. Guckt euch das an. Jedes Mal, wenn sie verlassene Orte erkunden, trinken sie Bier. Auch vor 2 Jahren in diesem Hotel. Und wenn man 1, 2, 3, 4 Biere trinkt, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass man anfängt, seltsame Dinge zu sehen oder in der nächsten Sekunde mit einem Geist über den Vietnamkrieg spricht. Bin ich enttäuscht, dass dieses Hotel zu nichts führte? Nein. Es spielt keine Rolle, ob Geister existieren. Aber ohne Witz, wir sind voll die Fiveheads, weil das haben wir ja seit Sekunde 1 durchschaut, woran das eventuell liegen könnte, dass die das Stimmen hören. Oder nicht. Was für mich zählt, ist, dass ich 2 neue Freunde kennenlernen durfte, mit denen ich eine tolle Zeit habe. Can you say something in Japanese? Ja, der guckt auch schon so ein bisschen in 3 Richtungen gleichzeitig, ne? Durchstellung? Cheers. It's time for me to drink this. Gruselig. Also, sehr, sehr gut geschnittenes Video. Like ist auf jeden Fall da. Bruder, stabile Aufrufe. Ich abonniere ihn mal. Wie gesagt, ich kannte ihn bis dato noch nicht. War aber ein gutes Video, ne? Also, allein vom Skill, wie er das bearbeitet hat, war es schon sehr interessant zu gucken. Wenn ihr meine Reaction bis hierhin geguckt habt, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben auch sehr freuen. Und als Algorithmus-Kommentar schreibt ihr mal Spooky rein. Einfach mal Spooky als Algorithmus-Kommentar da lassen und damit würde ich sagen, danke für die 1 Stunde 6 Reaction. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin geguckt und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und